Zu Wort gemeldet hat sich Bundesrat Markus Leinfellner. Ich erteile ihm dieses. Bitte. Erster Redner ist Markus Leinfellner von den Freiheitlichen. Er ist Bundesrat aus der Steiermark. Vielen Dank, Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Ich habe bei Gesetzesänderungen dieser Bundesregierung irgendwie immer den Verdacht, dass sie verzweifelt versuchen, Lösungen zu finden, wo in Wahrheit gar keine Probleme da sind. Also so nach dem Motto, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das trifft, sage ich einmal, auf die Türkisen wie auch auf die Grünen Regierungsmitglieder scheinbar gleich zu. Sie erzeugen Probleme, anstatt Probleme zu lösen. Sie erzeugen einen unnötigen Verwaltungsaufwand in einem Gesetz, wo es wirklich wichtigere Dinge zu lösen geben würde. Und ich sage, sie verschließen die Augen vor den wirklichen Problemen in diesem Land und auch vor den wirklichen Problemen, die es mit diesem Suchtmittelgesetz gibt. Ihre Substitutionsprogramme lösen keine Probleme, sie schaffen Probleme. Österreich ist vermutlich das einzige Land, und Sie wissen das, das eine Methadonunverträglichkeit hat. Warum? Für die Dealer ist es natürlich klar, weil das viel, viel teurere Substitor ein Medikament ist, das man einfach leichter weiter handeln kann. Und ich weiß es nicht, was Sie die Regierungsparteien dabei gedacht haben. Für Suchtmitteldealer ist es natürlich klar. Für Suchtmitteldealer, die dieses Substitor weiterverkaufen, am besten am Wochenende, wo sie weit höhere Preise erzielen können, ist es natürlich praktischer, Tabletten weiterverkaufen zu können, als das flüssige Methadon. In der politischen Landschaft finde ich allerdings keine Erklärung dafür. Das einzige, ein ÖVP-naher Minister, der auch Pharmaunternehmer ist und sich auf Substitutionsprogramme oder Substitutionstherapien spezialisiert hat, könnte das Rätsels Lösung sein. Die Antwort dafür, die können Sie sich wahrscheinlich nur selbst geben. Und ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es bedarf wirklich einiger Änderungen im Suchtmittelgesetz. Und wenn wir uns heute schon über das Suchtmittelgesetz unterhalten, dann sollten wir uns auch über den § 13 des Suchtmittelgesetzes unterhalten, weil ich glaube, der § 13 des Suchtmittelgesetzes ist wirklich ein Freifahrtschein für viele jugendliche Suchtmittelkonsumenten. Und genau hier muss bei diesem Gesetz auch etwas geändert werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich habe rund 20 Jahre in der Suchtmittelprävention bei der Militärpolizei gearbeitet und ich kenne die Probleme mit diesem Gesetz. Und ich sage, genau dieses Gesetz ist es, oder dieser Paragraph ist es auch, was wertvolle Präventionsarbeit zunichte macht. Jeder männliche österreichische Staatsbürger, der zum Bundesheer einrückt, wird einer Präventionskontrolle durch die Militärpolizei unterzogen. Und ich kann Ihnen nur sagen, vor 15 Jahren waren das wirklich vereinzelt Suchtmittelkonsumenten oder vereinzelt Personen dabei, die Suchtmittel, Marihuana oder was auch immer, einmal probiert haben. Heute sind wir bei 99% der Jugendlichen, die bereits Kontakt mit Suchtmitteln hatten und rund 10% regelmäßige Konsumenten. Und das ist eine Entwicklung in diesem Land, die für mich wirklich erschreckend ist. Und ich kann Ihnen nur sagen, Herr Bundesminister, was passiert mit diesen positiv getesteten Personen beim Bundesheer? Es wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet. Ein Disziplinarverfahren vom zuständigen Einheitskommandanten oder wem auch immer. Und er bekommt für dieses Suchtmittelvergehen, weil er einen Befehl nicht befolgt hat, eine Disziplinarstrafe, was in Wahrheit nicht viel mehr ist als 14 Tage Fernsehverbot, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was passiert noch? Es wird eine Mitteilung nach diesem Paragraphen an die Bezirksverwaltungsbehörde gestellt. Eine Mitteilung an die Staatsanwaltschaft sucht man allerdings vergeblich. Und ich sage, das ist etwas, was wirklich eine wesentliche und wichtige Präventionsarbeit zunichte macht. Man schaltet eine Bezirksverwaltungsbehörde ein, aber sämtliche Suchtmitteldelinquenten in diesem Land, ja, beim Bundesheer, werden mit ihren Vergehen an der Staatsanwaltschaft vorbeigeführt. Und das ist etwas, was wirklich eine Lösung braucht und eine Änderung braucht. Denn das kann es in Österreich nicht geben, dass die Staatsanwaltschaft von gerichtlich strafbaren Handlungen nichts weiß. Und ich sage, wir haben Spezialisten und wir haben Experten in diesem Land. Wir haben Militärpolizisten, die auch beim BMI ihre Ausbildung absolvieren, niederschriftliche Einvernahmen machen, den gesamten Schriftverkehr beherrschen und das auch
machen können. Aber es ist die Bundesregierung, die anscheinend nicht gewillt ist, dass diese Vergehen auch tatsächlich an die Staatsanwaltschaft weitergemeldet werden. Das ist eines dieser Probleme in diesem Suchtmittelgesetz, um das wir uns wirklich kümmern müssen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ein weiteres Problem im Bereich der Suchtmittel ist ganz sicher das CBD-Problem in Österreich, was in den letzten Jahren immer und immer mehr aufgekommen ist. Überall an allen Ecken und Enden sieht man diese CBD-Automaten stehen, was den Militärpolizisten und auch den Polizisten die Arbeit wirklich erheblich erschwert. Vor Ort ist für niemanden feststellbar, handelt es sich jetzt um dieses legale CBD oder doch um illegale Suchtmittel. Und es kann nicht im Interesse dieser Bundesregierung sein, dass immense Kosten entstehen für Untersuchungen, für kriminalpolizeiliche Untersuchungen, um endlich festzustellen, handelt es sich um legale oder illegale Stoffe. Und ich glaube, dieses CBD ist auch etwas, was wir in unserem Österreich nicht wirklich brauchen. Und auch hier braucht es eine Entscheidung und eine Lösung. Es kann nicht sein, dass unsere rechtschaffenden Militärpolizisten und Polizisten von Verbrechern hinter das Licht geführt werden. Und ich sage, Sie sind dafür verantwortlich, endlich Gesetze zu schaffen, wo euch der klare Wille des Gesetzgebers erkennbar ist und nicht irgendwelche Placebo-Paragraphen zu lösen, wo es in Wahrheit gar keine Probleme gegeben hat. Das Suchtmittelgesetz benötigt eine umfassende Reform, fordert Markus Leinfeldner von den Freiheitlichen. Eines der Probleme in diesem Zusammenhang mit diesem Gesetz sei CBD, also Cannabidiol.